Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ich bin mal wieder etwas schneller am Start. Ich habe nämlich erst eigentlich die Aufnahme komplett verpasst und vermasselt, habe dann aber eben Zeitmaschine angeschmissen und versuche jetzt die Reaction vor dem eigentlichen Video hochzuladen. Ob es mir gelungen ist, Freunde, ihr werdet es sehen, ja? Wir sind am Start mit einem neuen Track von Jay Samuels und von Jane ist auch am Start, ja? Für alle, die es nicht wissen, Jay und Aria haben immer mal wieder so ein paar Körpertausch-Videos gemacht, gerade auch sehr aktuell, wo Jay und Aria dann in weiblicher Form existieren. Ich möchte die Story nicht spoilern, schaut euch die Videos gerne an. Checkt oben gerne im i die Playlist zu Jay und Aria ab. Da habe ich nämlich einige Sachen mir schon angesehen, auch von Jay Samuels natürlich, No Lie, was mich absolut weggeflasht hat damals. Deswegen hoffe ich ja, dass das Ganze hier nicht nur ein billiger April-Scherz ist, sondern vielleicht hier tatsächlich ein richtiger Track. Ich würde mich sehr darüber freuen, Jay mal wieder rappen zu hören. Und auch Jane, weil ich glaube, die beiden sind eine coole Kombination. Jane sieht so aus, als ob sie auch wirklich rappen kann. Ich habe sie bis jetzt noch nicht rappen hören. Aber jeder, der aussieht wie Jay, kann potenziell sehr gut rappen. Wollen wir an dieser Stelle mal festhalten, ja? Ich habe auf jeden Fall losproduziert das Ganze bei Penchano, Pencano, Penacho. Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall von dem wunderbaren Menschen, der hier steht. Ganz wichtig, falls ihr bei mir aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen das Video zuerst sehen solltet, checkt bitte, bevor ihr jetzt mein Video ansieht, den originalen Link. Supportet Jane Aria, beziehungsweise Jane und Aria. Und ich werde mal sehen, ob es einen Download-Link gibt. Den werde ich dann auf jeden Fall auch in die Beschreibung hauen. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, schauen wir hier rein. Für alle, die neu sind, ihr könnt gerne abonnieren. Das würde mich sehr freuen, Leute, wenn wir ein paar mehr gut aussehende Menschen, ja? Weil ich wette, du bist ein sehr gut aussehender Mensch, ja? Das kann ich sehen durch die Kamera. Ich sehe es, Leute. Ich sehe es. Alle Leute, die auf diesem Kanal landen, sind sehr, sehr gut aussehende Menschen. Und ich würde gerne ein paar von euch in der Community begrüßen, ja? Gut, genug gelabert, Freunde. Wir schauen rein. Jay und Jane Ditto. Ich freue mich drauf, Alter. Ich freue mich echt drauf, Leute. Ich habe richtig Lust. Und ja, ich habe einfach Lust. Ich habe einfach Lust, Leute. Los geht's, Alter. Ah ja. Ah. Okay. Leute, also Fatma, die Jane spielt, ist in dem Video zu sehen. Aber eingerappt wurde das Ganze von Mimi und ein bisschen Magie. Ist er noch mit bei, okay. Nur, dass du Bescheid wirst. Der Text ist von Jay. Und Jay wird sein Paar selbst gerappt haben. Und hier haben wir auch Ditto. Das Pokémon heißt Ditto. Deswegen heißt der Track auch so. Oh. Und Ditto heißt ja auch das Gleiche oder gleichfalls. Oder eben das Gleiche. Und deswegen auch Jay und Jane. Das war auch. Ey, das ist jetzt schon wieder so cool. Okay. Oh, ich hab richtig Lust, Mann. Ich hab richtig Lust. War Machine like Don Cheadle, you're not lethal. Sooner Mountain Residuals with a lot of zeros. Erstmal Ehre allein direkt für die Don Cheadle War Machine Line. Ehre, Jay. Kuss geht auf deine Locken raus, ja? War Machine like Don Cheadle, you're not lethal. Sooner Mountain Residuals with a lot of zeros. Tunes allowed in your living room, cause it's not your lingo. Hope your motto pick up the single. Shout out to Miss David, they don't love us, they raging while we just slay, slay, slay. Words are hidden like the AK spray, but they safe. Psych, I pass the mic to the AKA Jane. Blue teams like sleeping, groupies are. Oh, was ist das für ein Einstieg? Och, Leute, okay. Also, erstmal haben wir eine wunderbare Standbildaufnahme von Aria Lee, die ich auch sehr appreciate an dieser Stelle, möchte ich sagen. Und das Video sieht schon wieder krass aus. Das Video sieht schon wieder krass aus, Alter. Wir haben diese krasse Qualität. Und es ist einfach wieder schön, Jay rappen zu hören. Real Talk, Leute. Ich habe was vermisst. Ich brauche mehr Stuff von Jay. Ja, ich brauche mehr Stuff von Jay, Leute. Also, falls du das siehst, ich warte auf die EP, das Album, auf irgendwas. Danke sehr. David, they don't love us, they raging while we just slay, slay, slay. Words are hidden like the AK spray, but they safe. Psych, I pass the mic to the AKA Jane. Blue teams like Cleveland, groupies all season. Oopsies, I'm teasing, beauties not beasting. Bubblegum popping the juice, be artesian. Fruity and heavily seasoned. Ay, wait, this is my song. You know she bowed like her name LeBron. I'm a holy shit. Also nur von den Betonungen her, nicht von der Stimme her, aber ein bisschen von den Betonungen her, erinnert es manchmal ein bisschen an Nicki Minaj, würde ich sagen. Boah, die fällt mir aber echt gut. Also auch wenn sie es nicht selber einrappt, kommt es einfach extrem gut rüber, Mann. Kommt es einfach extrem gut rüber, Alter. Die Stimmen passen auch gut zusammen irgendwie, also. Ach Leute, ich bin glücklich gerade, ich bin glücklich. Vielleicht, weil es ein bisschen warm draußen ist. Ich habe eine schöne Zeit, Leute. Ihr seid am Start, ich bin am Start. Ich bin glücklich gerade. This is my song. You know she bowed like her name LeBron. I'm on the phone, leave me alone. I'm in the zone. Ay, ay, ay. Boah.
Punches like Ali, poison like Gabby, hottest wasabi. Burn like the skin of a ginger in Abu Dhabi. The Mr. Wendy, get joke in the show like the Moviati. My daddy got a lot of watch villains up in this lobby. I be. Boah, was ein krasser Flow. Auch der Part von Jane war wirklich, wirklich sehr gut geflowt, Alter. Oh. Boah. Also, ach man, Leute, ich weiß nicht. Ich brauche wirklich mehr von Jay. Ich weiß, er ist sehr penibel dabei und möchte, dass alles hundertprozentig perfekt ist. Deswegen wird es wahrscheinlich so wenig Output geben in Sachen Musik. Aber er quält mich damit. Leute, er quält mich damit. Mr. Wendy, get joke in the show like the Moviati. My daddy got a lot of watch villains up in this lobby. I be living in down the shirts like it's karate. Probably taking it back at the biggest up back in the bodies. Daddy, this shit like we vegan brownie. We pistol popping as a hobby. Damn. Okay, look. Bitch trying to get on my level. I get DMs daily by your favorite rappers and I ended up killing off several. Speak of the devil. Speak of the devil. My flow is godlike. Your boy hungry for the goodies like a Klondike. But my shoulder's so cold, give him frostbite, yeah. Boah, dieses Abgehobene finde ich irgendwie nice, ich weiß nicht. Sie bringt das auch im Video echt gut rüber. Das, dieses Arrogante so ein bisschen, aber nicht zu arrogant, sondern so, dass es noch sympathisch wirkt und nicht zu abgehoben. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach echt cool, Mann. Gerade auch die Performance von den beiden. Also ich weiß nicht, wie gut die sich in echt auch verstehen, aber ich denke sehr gut, weil das wirkt sehr natürlich im Video und nicht irgendwie erzwungen. Das wirkt alles cool, das wirkt alles echt locker irgendwie. Your boy hungry for the goodies like a Klondike. But my shoulder's so cold, give him frostbite, yeah. Damn, y'all can't leave it alone. That's what they like. Still got 10 lines from my trip to Rome. That's what they like. Yeah, that's what they like. Too bad they got stuck in the middle. The curly girly with the kiddo. Ja, Mann. Oh, das ist so cool. Warte, ich muss ganz kurz nachgucken, von wem das Video ist. Weil ich das auch einmal appreciaten möchte, ja? Musikvideo. Shooto Crew, okay? Shooto Crew, Ehre an euch. Ehre an euch. Und an Jane Rap ist Mimi, Leute. Das möchte ich ganz kurz anschauen, was das ist. Wer hinter dieser wunderbaren Person steckt. Lasst ihr Liebe da, Leute. Lasst ihr Liebe da, auf jeden Fall. Lasst ihr Liebe da. Boah, das ist echt gut, Alter. Leute, da hat man wieder Spaß am Leben einfach. Wegen solchen Sachen hat man Spaß am Leben. Boah, auch der Beat. Spürt ihr das, Leute? Boah. Da kann man nicht still sitzen, Alter. Krass. Boah, Alter. Holy shit. Also gönnt euch auf jeden Fall No Lie und auch gerne meine Reaction hier oben im i, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Aber wie gut war das schon wieder, Mann? Oh, das ist einfach... Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist ein ganz eigener Style, den Jay irgendwie gefunden hat. Zumindest im deutschen Bereich kenne ich nichts Vergleichbares. Das ist so... Ja, ich weiß nicht, was es ist, Mann. Es liegt vielleicht an seinen amerikanischen Wurzeln, aber er kann so bestimmte Vibes einfach richtig gut transportieren, gepaart mit einer echt guten Qualität und dazu noch... muss man sagen, im Video einer guten Performance, aber auch von der Rapperin eine gute Performance. Es passt alles gut zusammen, Alter. Holy shit, auch gerade der Beat. Wie gesagt, ich habe den Beat-Producer wahrscheinlich dreimal falsch ausgesprochen, aber Pinacho, keine Ahnung, Mann, aber es ist auf jeden Fall ein sicker Beat, Alter, es ist ein sicker Beat. Freunde, wir kommen natürlich erstmal zu einem kleinen, großen Mini-Fazit. Schreibt mal auf jeden Fall rein, wie ihr das Ganze fandet. Ich war sehr überzeugt, ihr habt es gesehen, ich war sehr begeistert. Coole Sache sowas. Ich brauche auf jeden Fall mehr. Ich brauche mehr Musik von Jay. Gerne auch von Jane. Jane Rap. Jane Rap habe ich aber auch schon mal gehört, glaube ich. Anyway, auf jeden Fall brauche ich da mehr von. Ich brauche mehr von den beiden. Gerne, auch erstmal nur Jay. Aber ich brauche mehr, Leute. Ich brauche mehr Musik von Jay. Also wenn eine EP kommt, bin ich der Erste, der sich 20 Stück davon bestellt. Ich schwöre es hier mit hoch und heilig, ja. Also ich brauche wirklich mehr Musik, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Schreibt mal rein, wie ihr es fandet. Das Video war auch wieder echt cool. Und ist einfach so als Bonus für den 1. April sowas rauszuhauen, ist nicht selbstverständlich. Und deswegen geht auf das originale Video und lasst dort ordentlich Liebe und Grüße. Das würde mich sehr freuen, Leute. Ansonsten bin ich auf eure Meinung gespannt zu dem ganzen Thema hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Heute kommen noch zwei online. Also 3 Videos am Tag sind hier auf jeden Fall der Standard, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt das Wetter, ja? Genießt das Wetter, geht raus, Leute. Macht das mit der Family und seid ein bisschen aktiv. Ehre. Falls ihr jetzt aber noch mehr sehen wollt, Freunde, kommt ihr hier natürlich zu der No-Lie-Reaction. Könnt ihr ganz einfach raufklicken. Ansonsten hier oben noch ein wunderbares Video empfohlen auf Ehrenbruder-Basis, Leute. Ich kenne euch doch. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Ich grüße einmal die Ehren, Leute. Adidas 020, Edoras, Philipp Easy und den netten Letten. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh und ciao.